So Leute, es gibt doch noch einen Nachtrag, ich gehe fremd. Ja, ich habe jetzt so gut wie alle in Deutschland erhältlichen SNES-RPGs gezeigt und zwei Gameboy-Spiele. Jetzt geht's weiter mit Sega. Fantasy Star. Erstmal vorweg, dieses Sampling vom allerersten Spiel ist immer noch ziemlich coole Musik. Das fand ich mal mit Fantasy Star 1. Ja, und da sieht man sehr deutlich, das war ein Remake der Musik von hier. Bisschen langsamer, bisschen hymnischer, bisschen weniger Tamtam als beim anderen. Das war noch nicht für Mega Drive, sondern noch für den Vorgänger Master System. Master System kennt wahrscheinlich keine Sau, aber ja, da sieht man, dieses Spiel ist auch teilweise archäofuturistisch. Das werden wir gleich noch genauer sehen. Gleich so typisch 60er Jahre Sci-Fi-Welt mit Igloos als Häusern, aber die Leute Mittelalterkleidchen und Rüstung rum. Da sieht man das Ganze. Erstmal vorweg, die Struktur hier, das ist keine Swastika. Die geht nämlich hier weiter, also wenn man den Ausschnitt falsch sieht, kommt er direkt am Anfang eigentlich das Swastika raus. Ja, hier gibt es einmal diesen seltsamen Bereich hier, wo das plötzlich so eine 3D-Perspektive wie bei Ultima Underworld ist. Das wahrscheinlich auch kein Mensch hier gespielt haben, aber egal. Ich weiß doch gar nicht, was dieser Raum hier je sollte im Spiel. So. Da bin ich hier. Da ist die Wand. Problem, der lädt immer in den leeren Raum, deshalb ist die Navigation bei dem Ding hier etwas schwer. So, da ist nichts mehr. Deshalb bin ich jetzt doch direkt wieder draußen, wenn ich den nicht nach draußen gefunden habe. Da geht er raus. Ja. Okay, hier bin ich falsch gelaufen. Da muss ich raus. Ja, und die Wachen irgendwie erinnert mich an Star Wars. Irgendwie sehen die sehr nach Stormtroopers aus. Ja, und die Stadt ist eigentlich eine ziemlich coole Idee, so quasi Plattformen, die mit Lauffeldern verbunden sind. Schade, dass man einen 3D-Raum das nicht genutzt hat. Wieso kommen jetzt die Monster so auf? So, dann bin ich schon mal weg. So,